bei der Pressekonferenz haben Sie gemeint, dass Sie nicht so zufrieden zu sein scheinen, wie die Zuschauer heute zufrieden waren mit dem Spiel heute. Ich bin nicht zufrieden, weil wir zwei unnötige Gegentore gekriegt haben. Ich weiß, dass wir viel, viel besser spielen können und das müssen wir auch in Zukunft auch zeigen. Wir haben die Tore zu richtigen Zeitpunkt gemacht, wir haben sie auch ganz gut herausgespielt. Wir waren unheimlich effektiv und das war entscheidend heute. Heute habe ich auch Sie bei den Chancen zwingender gesehen und mit mehr Durchschlagskraft, auch wenn einige Chancen vergeben wurden. Manchmal klappt es ja nicht. Warum hat es heute geklappt, oder zumindest aus meiner Sicht, und warum klappt es manchmal nicht? Ja, es ist halt so im Fußball. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht so gut. Wichtig ist, dass wir dann das, was wir im Training machen, im Spiel auch umsetzen können. Wir arbeiten auch unheimlich viel vor dem Tor und heute war unser Glückstag. Also die fehlende Durchschlagskraft ist kein Thema für die Mannschaft, was meinen Sie? Nein, auf gar keinen Fall. Bei der Hitze hätte ich heute ein etwas zurückhaltenderes Spiel erwartet. Es hat mich überrascht, dass es oft sehr schnell hin und her ging und dass es so viel zu Chancen gekommen ist. Ja, es waren heute zwei Mannschaften, die versucht haben mitzuspielen. Also ich bin auch froh, dass Oberhausen sich nicht hinter reingestellt hat, sondern sie haben versucht mitzuspielen. Und das kommt uns auch entgegen, weil wenn sie mitspielen, dann sind gewisse Räume auch da. Und die haben wir auch ganz gut genutzt. Der Trainer der Gegnermannschaft, Herr Leberer, war ja überhaupt nicht zufrieden mit seiner Mannschaft, auch weil sie zu offensiv anscheinend, reingegangen ist und in der Defensive schlecht stand. Wie sehen Sie die Leistung der Oberaachener? Ich denke, dass es eine ganz gute Mannschaft ist. Wie gesagt, die haben versucht mitzuspielen und die haben offensiv, sind sie ganz gut besetzt, mit Hermann ganz vorne. Und von daher war eigentlich alles richtig, was sie gemacht haben. Dominik Salz hat sich heute sicherlich auch auf dem Papier auszeichnen können, nicht nur von den Chancen her. Was haben Sie an diesem Spieler? Ist es ein richtiger Ausnahmespieler in der Oberliga? Zu 1000%. Ich habe immer gesagt, der Dominik Salz ist nicht einer der besten Stürmer in der Liga, sondern für mich ist der beste Spieler in der Liga. Was der in der Defensive arbeitet, der arbeitet sich selber unheimlich viele, viele Chancen. Der ist kopfballstark, es ist ein kompletter Stürmer. Ich bin mit ihm voll zufrieden. Es ist jetzt der 5. Spieltag gewesen und insgesamt ist die Saison doch recht erfolgreich verlaufen. Kann man doch zufrieden sein? Klar, wir sind mit dem Saisonverlauf bis jetzt zufrieden, aber es sind nur 5 Spieltage gespielt worden. Wir müssen auf dem Weg weiterbleiben, wir müssen einfach unsere Spiele gewinnen und wir werden uns auch in Zukunft bemühen, die Spiele zu gewinnen und zum Schluss werden wir sehen, wo wir dann stehen. Es geht für Sie in einer englischen Woche weiter gegen Bissingen am Mittwoch auswärts. Wie wollen Sie da Ihren Erfolg fortsetzen? Ja, wir müssen noch konzentrierter zu Werke gehen. Es ist gut, das, was wir im Moment machen. Wir müssen auch in Zukunft, auch in Bissingen oder am Samstag in Balingen, versuchen, uns Chancen zu erarbeiten. Weil ich immer der Meinung bin, wenn man viele Chancen hat, aus denen viele Chancen, kann man schon ein oder andere Tor machen.